Der Zen-Stoiker lebt also in dieser kontinuierlichen Angstspannung, die er Aufmerksamkeit nennt, welche ausgeschüttet wird in der jeweiligen Vereinzigartigung des Augenblicksmoments, der gefälligst nicht zu verpassen sei, damit er den Veränderungsimperativen diene. Und er zieht dann diese Negativenergiespanne der Angst, wenn das dignifizierte Ding nicht erreicht werden kann oder soll, heraus und wandelt es in Faszination, Sensation, Vorstellung um. Er wendet den Spiegel und fragt, was dessen Gleisblendstruktur darstellt. Im sich bewundern machen sollen der Schönheitsoberflächen über der Struktur des Seins.